Oh, haben wir gar nicht gesagt. Buddy. Und das verschwindet dann. Okay. Das hat wirklich nichts mit der Person zu tun. Du arbeitest ein Programm runter und der Rest ist nicht deine Aufgabe. Oh. Ja, aber trotzdem, wenn du hast ja öfter mal Leute, die ein bisschen sagen, ich brauche jetzt ganz dringend Hilfe. Das war jetzt gerade ein Extremfall, aber... Ja. Kind, Kind, wo steckt der Pistolenschwung in den Tagedieb? Schon zur Stelle, Chef. Was wird gefeiert? Gefeiert? Hügle deine feche Zunge, du Lump. Du Lump. Es ist so eine geile Wortwahl im Spiel, ich lieb's. Ich bin unverlustlich, großer Meister. Wie kann ich dir dienen? Na, klingt schon besser. Vergiss nie, wer hier das Sagen hat. Und nun hör zu, es ist wichtig. Jene Einheiten, die wir vorher sahen, sind noch weiter in unser Gebiet eingedrungen. Das ist deine Chance, deine früheren Scharten auszuwetzen, Kind. Gott. Verstanden, kümmere dich um sie und enttäusche mich nicht. Ist klar, ich warte hier also und... Warten? Was meinst du mit warten? Die Truppen von Orange Star sind... Okay, die Pflicht ruft. Ein ergebener Diener Kid eilt. Fast scheint mir, als fehle ihm der nötige Ernst. Oh, das ist eine Mission, die man nur mit Max machen kann. Max gegen Kid. War das die mit der Basis in der Mitte? Nein, im Nebelschleier. Das war die, die so geht. Oh Gott. Ah, nein, ich darf wählen. Wein und zuschlagen dauert länger. Ah, Wein und zuschlagen. Ich glaube, Andy wäre die bessere Wahl gewesen, aber ich möchte Max spielen. Beim dritten Mal ist dir dann das auch egal, wer da umkippt. Du machst dein Ding und gut ist. Boah. Wenn ihr mal lachen wollt. Ja, genau, das ist die. Dachte ich mir. Ich hatte schon mal einen Reanimationsalarm, als ich auf dem Klo saß. Da bin ich mit der runtergelassenen Hose aus dem Bad raus und habe am Hauptgang mit dem Piepser gegriffen. Ja, gut, wenn es um Leben geht, ist. Ja. Herr Kommandant, melde dich Nebel voraus! Wirklich? Unsere Sicht ist extrem eingeschränkt. Die Truppen sehen die Hand vor Augen nicht. Ah, schöner Mist. Schon wieder Kriegsnebel. Was ist denn Kriegsnebel? Ich höre wohl nicht recht. Sag nicht, dass Nell dir die Sache nicht erklärt hat. Also, das graue wabernde Zeug, das unsere Sicht versperrt, nimmt mal Kriegsnebel. Der Feind ist irgendwo dort drin, aber für uns nicht zu sehen. Das ist aber doof. Wie finden wir ihn denn? Na, zum Beispiel mit Sperrfahrzeugen. Die haben eine richtig weite Sicht. Denkt nur daran, dass sie im Kampf eher schwach sind. Also gib ihnen Eskorten mit. Am klügsten ist es, wenn wir sie einfach von Wald zu Wald bewegen, ohne eine Rast dazwischen. In solchen Wäldern sind Einheiten bestens getarnt. Außer in Advance Wars 1 der Gegner, die KI sieht nämlich, wo du deine Einheiten hast. Cheater-KI in Advance Wars 1. So, wir haben sogar zwei Helis. Das ist strong. Klingt dir voll einfach. Na, denk mal mit, Andy. Wenn du deine Streitkräfte in den Wäldern verstecken kannst, dann kann der Gegner das genauso. Und wenn wir uns nicht vorsehen, machen uns diese verborgenen Einheiten mit jedem Schritt vorwärts die Hölle heiß, kapiert? Also dann, auf zum Angriff. Okay. Die beiden sind wichtig. Sind eigentlich alle wichtig. Wo ist unser Späher? Hier. Irgendwo hier in dem Wald steht einer. Ja, da. Oh, da muss einer stehen. Oh, wir kommen nicht hin. Ah, aber mit dem kommen wir hin. Piu! Piu, piu, piu! Das ist ein bisschen doof, ich kenne das Spiel halt. Ich habe auch viel vergessen. Ja, okay, komm. Wenn du schon mal einen nehmen kannst, fangen wir an. Wir brauchen nämlich... Aha! Wir wollen den aber direkt weg haben. Mal gar kein großes Verwahr drumrum. Jupp, und weg. Wir haben keine, doch wir haben eine Ranged-Einheit. Leider. Nein, nee, da hinten ist noch eine. Wir können auf den Berg schießen. Aber da ist eh keiner. Die beiden würde ich erst nur wirklich da lassen. Wobei, ha, es ist Kid. Wenn der da oben eine Missile stehen hat, dann kann der bis hier rüber schießen.
Lass dann mal. Frage, ist da einer drin? Pieksnebel ist immer so eine Sache. Raketenwerfer, fuck. Ich hab auf eine Artillerie gehofft. Das könnte böse enden. Oh nein, daneben ist... Ja, der ist weg. Schied! Jetzt kommt er mit dem... Noch einer. Okay. Aus einer Stadt. Da hinten fährt sogar was. Wie cool. Eine der beiden Städte da oben. So. Da ist ein... Schiff. Und vier Einheiten bewegt worden. Mann, dass wir da jetzt schon einen verloren haben, ist absoluter Horror. Das ist richtig doof. Doch, für Max Range war das eigentlich ganz okay gerade. Ah, ja, es ist unglaublich ärgerlich, dass wir da wirklich eine Einheit verloren haben. Das ist so ungünstig. Nimm zwei davon. Na, ist okay. Oh, 10 zu 5. Die sind wirklich bockschwach. Wie machen wir denn das? So, ich hoffe jetzt einfach mal, dass die KI gefixt wurde und wirklich Wald auch Wald ist. Und... Aha! Wein. Scheiße. Ihr bleibt da hinten mal noch stehen. So, der Speer wird jetzt angegriffen. Seinem Speer. Okay. Wieso das Leben einfach sportlich zu nehmen? Das Leben ist, wie es ist. Warum soll ich mich dann überall hingehen und sagen, oh, never, niemals. Warte, nicht vergiss es. Einfach hinzugehen und sagen, wenn es dazu gehört, okay. Ja. Der ist VIP. Ja, aber wenn man... Ich verstehe aber auch, wenn man zum Beispiel weiß, ich mag irgendwas nicht, dass ich es dann bewusst von vornherein ausschließe und so einen Job dann gar nicht erst mache. Also klar, sportlich nehmen, zu sagen, das ist, wie es ist, ist auf jeden Fall immer gut. Oh, die Einheiten wurden nicht aufgedeckt daneben vorher. Das heißt, ich bin erst settled auf dem Feld nach dem Kampf. Spannend. Es wäre so easy, denen jetzt eigentlich anzugreifen. Muss ich meinen Kampfpanzer rausjagen? Ich muss den Gegner ein bisschen kommen lassen. Problem ist, er verteilt sich jetzt natürlich auch überall. Wo ich ihn später nicht haben würde. Mal gucken, was er damit macht. Ach, ja, du bist bereift, du hast keine Ketten. Bereifte Einheiten brauchen im Wald unglaublich viel. In ihren Bewegungswappen wollte ich schon. Oh nein! Oh nein! Er hat es nicht eingesetzt. Merken, er hat es verfügbar, aber. Kann ich dich deleten? Ja, du musst sofort weg. Weil er deckt mit denen es auf. Ich hoffe jetzt einfach wirklich, dass die Cheater-KI genervt, also gefixt wurde. Er hat aber seine Fähigkeit nicht eingesetzt. Was aber auch für eine smartere KI das bedeutet, dass es eine smartere KI war. Früher hat die KI ihre Fähigkeit eingesetzt, sobald sie verfügbar war. Gar nicht drüber nachgedacht. Egal, ob es sinnvoll war oder nicht. Nichts beschädigt, das war, weil die eine direkt verloren haben vorhin. Setzt er sie ein? Nee.
Also, ich könnte den halt absolut zerstören jetzt. Übrigens, das checken 97. Please. Yes. Okay. Im Wald sollte ich versteckt sein, weiterhin. In einer der Städte ist was. Fuck, er wird auf den ballern. Er sollte ihn aber nicht sehen. Hm? Jetzt geht's auf Entenjagd. Okay. Er sieht mir irgendwas. Und will's angreifen. Mhm. Aber was? Muss ja die Infanterie da sein. Und jetzt mein Kampfpanzer. Oh shit, den habe ich nicht vorgezogen die ganze Zeit. Oh, ich brauche doch den Spähwagen. Fick. Ich weiß eine Einheit noch. Da steht irgendein... Das ist kack. Ich glaube mal Raketenwerfer, der hier alles abdecken kann. Das ist super ätzend. Jetzt nur noch den Wald da unten abchecken. Ja. Nee, ist eigentlich unnötig. Die brauche ich wirklich nicht. Nein, es weicht nicht. Mist. Genau. Beides blaue Städte. Hier steht keiner dann in dem Gebüsch. Da komme ich aber nicht hin. Ja, dauert wohl länger. Zum Beispiel kann ich von keinem Menschen... Moment, aus einer Stadt. Es können jetzt beide sein. Könnte jetzt sowohl die Stadt da oben als auch diese hier sein. Einfach an mein Gewissen. Hier unten ist nichts mehr gut. Wir müssten eigentlich beinahe rushen. Da oben steht er. Das ist ein Missile. Du Schwein, dann steht er hier. Ziehen wir jetzt unsere Einheiten möglichst da oben knapp vorbei. 1, 2, 3, 4. Könnt ihr mich hier... Warte mal. 1, 2, 3, 4. Wenn wir den aufdecken... Warte mal, wenn ich 4 hab, dann hat er 6. 2, 3, 4, 5, 6. Ew. Und hier hin. Dann nutzen wir das jetzt mal intelligenter. Machen wir den da oben. Warte mal. Ja, natürlich. Okay, neben der Stadt ist safe. So, mein TTP muss aber mal wieder dahinter. Ich möchte meine unter der Stadt war safe? Ja. Und du da. Ihr seht auch gleich warum. Ja, mal gucken, ob wir den noch retten können. Späher würde ich wahrscheinlich dran glauben. Ja. Der war noch im Feld drin. Mies. Schade. Ja, man kann Menschen etwas erwarten, muss ich selbst nicht. Imstande wäre. Das ist die einfachste Form der Bescheidenheit. Na, was heißt Bescheidenheit? Die einfachste Form von kein absolutes Arschloch sein. Weil, so, erstmal den hier hinfahren, auffüllen. Die Dinger verbrauchen nämlich jede Runde Sprit. Auch wenn sie nur in der Luft stehen. So, Papier, gut. Wenn du ein Arschloch bist, sagst du, hey,
ich kann jetzt nicht da hochklettern. Mach du das mal. Das fände ich halt einen ziemlichen Arschloch-Move. Deswegen würde ich nicht mal sagen, die erste einfach so von der Bescheidenheit, sondern du weißt halt, dass es ein was nicht so geiles ist. Ach, scheiße. Und dann von anderen verlangen ist natürlich ein richtiger Dick-Move. Die Bescheidenheit würde ich jetzt nicht sagen, dass das was zu tun hat, aber ich verstehe, was auch du raus willst. Sagen wir mal so. Alles andere wäre auch einfach unglaublich toxisch. Ja, absolut das. Ich zum Beispiel bestelle eine Umzugsfirma. Ich habe selbst keine Lust, Umzügen zu helfen. Bei Umzügen helfen, das ist aber auch... Ja, nein, es geht nicht. Ich muss... Naja, da steht er. Oh Gott. Was für eine Sicht hast du? Eins. Wir könnten also durchkommen damit. Hat er da oben nicht noch was, was runterballert? Willst du mich verarschen? Was für eine Reichweite hast du? Ich muss auf dieses Feld. Okay. Ja, lehrlich. Gegen Kids spielen ist immer sehr anstrengend. Mit dem Kriegsnebel, wie ihr seht. Oh, warte mal, hier. Beide leer. Wobei, ihr seid ja Flugeinheiten und euch kann es ja egal sein, ne? Ich möchte euch aber also nicht zu sehr... Er muss da jetzt weg, ey. Der ist... absolut gefährlich für mich. Die ganzen Wall of Texts gerade hier. Soll ich denn das mitlesen? Wenn mir fünf Leute sagen, dem kannst du nicht vertrauen, dann weigere ich mich ohne jegliche Überzeugung, das hinzunehmen. Ich gebe jedem Menschen eine Chance. Ja, das ist auch besser so. Einfach sagen, die Chantal hat gesagt, die kann man nicht trauen. Ja, nee. Da gab es da die 100 Jahre. Auch gar nicht auf 10 runter gewesen. Shit. So. Jedem mindestens eine Chance geben, ist auch absolut gerechtfertigt, finde ich. Selbstreflexion. Ja. Krieg immer noch nichts ab. Anscheinend wurde die KI wirklich gefixt. Fliegen jetzt und gucken, was da oben ist. Damit alle, was hier unten ist. Oh, low on fuel. Und unser TDP ist da oben. Wir müssen die Stadt einnehmen. Ah ja, da ist noch eine Missile. In einem Wald natürlich. Jo. Wo denn auch sonst? Das ist natürlich wieder saudämlich für die Statistik. Ja, komm. Das ist, glaube ich,
klar, wie man hier gewinnt. Ah ja, Falle. Hm. Dann können wir mal gucken. Ja, da steht er. Mal gucken, vielleicht haben wir ja doch noch alle gekillt vorher. Ich hätte gleich den vorschicken sollen. Das wäre klüger gewesen. Aha, aber ein Raketenwerfer steht da auch noch. Du siehst doch, dass da oben noch was war. Oder? Das war der freie Fleck, den der Raketenwerfer von hier nicht abgedeckt hat. Der freie Fleck ist aber von dem abgedeckt. Das ist so frech. Ja, okay, wir sind schneller, wenn wir den in die Stadt schicken. Kein Stress. Ach, mein Gott. Sieht er mich? Eigentlich nicht. Hm. Er sollte eigentlich nicht sehen, was er angreifen kann. Er erreicht jetzt die Stadt da drüben. Oh, du Schwein. Okay, okay. Gabe sinnvoll verwendet, doch. Ah, du musst tanken. Erstmal den weg. Damit wir die Lufthoheit mit dem wieder haben. So, du kannst das HQ noch nicht erreichen, ne? Nee, das. Frage, was ist schneller? Was Hasenohren zu Ostern machen 3% Furry? Moment, worum geht's gerade? Der Chat hat. Nein, da stelle ich dich nicht hin, um Gottes Willen. Chat hat eine sehr seltsame Eigendynamik entwickelt. So, nur nochmal zum Checken. Hier ist nichts mehr. Gut. Ja, warte mal. Erst checken. Ja, wobei, das ist die Fähigkeit von jemandem. Das bringt ja eh nichts. Währenddessen zu gucken. Na, es dauert zu lang. Ja, ich will weiter, wir machen das schon. Ja, ich denk's mir. Mich tritt ein Mustang. Ey! Excuse me! Haut die Sau. Ah, ich hätte Maximum einsetzen können, noch nicht gewonnen, die Runde. Fuck. Vergessen. Und dann wäre der mich jetzt kaputt gewesen. Und der auch. Die Hauptstadt ist Seattle, oder? Der Fernsehturm da. Oh, aber es kann nicht Berliner sein, das ist westlich. Das Feld ist größer gemacht worden, das ist auch schön. 16 Tage. Ja. Kriegsnebel. Kriegsnebel gegen Kid. Dauert immer 100 Jahre. Aber ich möchte bitte mit Abschuss gewinnen. Ich habe gesagt, dass ich mehr und mehr. Mich sehr. Ich habe gesagt, dass ich mich mehr und mehr selbst akzeptiere und stolz bin, ein Furry zu sein. Das ist ja okay. Howdy, Max. Lange nicht gesehen. Jeder soll so sein, wie er denkt, dass es wirklich schön ist. Solange niemand anderes dadurch gestört oder zu Schaden kommt, ist das voll fein. Kid, bist du das? Ich habe mich schon gefragt, wo du steckst, denn jetzt weiß ich es. Dann hast du dich auf Blue Moons Seite geschlagen. Ha, elender Verräter. Ich hoffe, der Sold bleibt dir. Ach, Max, dann leg mich doch ab. Ich habe meine Gründe. Das kannst du dir doch denken, Mann. Aber ich verschwinde lieber, bevor du wieder deine Tiraden loslässt. Bis neulich. Stehen bleiben, Kid. Mist. Er ist entwischt. Aber was hat er mit Blue Moon zu schaffen? Was? Kid war mal bei Orange Star? Max macht's. Oh ja, Tempo. A, B? Aber, okay. Das ist großzügiger, das Spiel, glaube ich. Für einen S-Rang in der Kampagne war hart. Jetzt sind schon zwei, glaube ich. Ich glaube, so viel hatte ich in der ganzen Kampagne früher nicht. Wen haben wir denn hier? Musikstücke. Ah ja. Ich hätte gerne mehr Galerie-Stuff.